Continuity ist ein neues Feature in Yosemite 10.10 und was es genau macht, das zeige ich euch in diesem Video. Wie man rechts oben schon sehen kann, verbindet sich mein MacBook direkt mit meinem iPhone. Voraussetzungen sind gerade, dass man Yosemite hat, was ja demnächst rauskommt oder im Herbst zumindest, und dass das iPhone die iOS 8 Software installiert hat, und dann kann man die Geräte quasi verbinden. Das geht dann auch mit dem iPad und ich finde dieses Feature richtig gelungen. Folgende Features verbinden beide Geräte sehr, sehr praktisch miteinander. Und zwar öffne ich zum Beispiel auf dem iPhone Erinnerungen. Seht ihr gleich direkt im Dock, wie dieses Feld sich öffnet. Jetzt habe ich sofort den Zugriff auf meine Erinnerungen. Wenn ich auf dem iPhone jetzt parallel dazu doppelklicke und beim Multitasking eine Seite vor dem Homescreen quasi gehe, kann ich hier sehen From John's MacBook Pro, und dann kann ich direkt die gleiche App, wie sie am Computer ist, auch auf dem iPhone öffnen. Ihr könnt hier sehen, direkt, ich kann hier einfach weiterarbeiten. Mache ich das gleiche mit Safari und öffne jetzt einfach irgendeine Seite, zum Beispiel ein Gadget, und die Seite lädt, dann kann ich hier einfach unten drauf drücken, ihr seht den kleinen Reiter, ich öffne Safari und Safari sollte dann direkt auch ein Gadget öffnen. Und das Coole einfach daran ist, ich kann jetzt auch weiterarbeiten, aber ihr seht an sich, das ist einfach ein Killer-Feature. Ihr könnt eure Geräte so quasi miteinander arbeiten lassen. Die Geräte sind nicht mehr immer, das finde ich bei, also es tut mir leid, dass ich da so ein bisschen immer drüber abstenke, aber Android-Geräte, eigentlich fressen, man kann das Tablet nicht mit dem Handy nutzen, das Handy nicht mit seinem Windows-PC. Ihr müsst irgendwie über Bluetooth die Scheiße immer hin und her schicken und dann auf dem Computer habt ihr Daten und es will nicht aufs Handy und ihr könnt einfach nicht weiterarbeiten. Ein Gerät hat seinen Sinn, mehr nicht. Und hier einfach mega geil. Also es freut mich wirklich. Ich öffne jetzt mal was anderes. Ich öffne zum Beispiel einfach mal Kontakte, schauen wir, ob das damit geht. Und ihr seht einfach da unten, Kontakte, geht an euren Mac und Kontakte öffnen sich. Und das ist einfach, hey Leute, das ist einfach mega gut, wenn man so direkt weiterarbeiten kann. Und nicht, ich gehe jetzt, mache meinen Kalender auf und ihr seht Kalender-Feature unten dran. Ne? Ich mache es gerade zu, ich mache wieder Nachrichten auf, Nachrichten gehen auf. Und ihr seht, das funktioniert bei einer Beta schon so gut. Das wird so ein richtiges Killer-Feature, finde ich, also meiner Meinung nach. Ich finde das super, wenn die Geräte miteinander wirklich gut arbeiten. Karten, ich mache Karten auf. Gehen unten, ihr seht es schon, Leute, so muss es sein. Und ich finde das Feature richtig gut. Ihr könnt es ja auch gerne mal ausprobieren. Ihr müsstet halt dafür, müsst es halt hinbekommen, dass ihr auf eurem Gerät, auf eurem iPhone oder iPad iOS 8 drauf habt. Ihr müsst leider Bluetooth 4.0 mindestens haben. Das ist eine Voraussetzung bei beiden Geräten, und wenn die verbunden sind, es soll an sich auch dann über Adapterlösungen gehen, finde ich an sich sowas blöd, weil ein Adapter, ich mag das nicht am Gerät dran, ich finde auch Cases blöd, aber ihr seht, richtig cool, ich hoffe es hat euch gefallen, ich finde das mega klasse und bin sehr gespannt drauf, wie das sich dann hinterher in der Final Version anfühlt.